Boah, Chemie, echt? Boah, voll krass. Immer so ein bisschen dieses so Unglauben, so ach, nach dem Motto, man muss schon ein bisschen verrückt sein. Muss man ja auch. Ich glaube, der Standardspruch von Professoren zu den Vorlesungen ist, das müssen sie auf jeden Fall für die Klausur können. Ja, aber das ist trivial. Und alle im Vorlesungssaal gucken sich an. Nee. Übungen sind das Wichtigste. Ich habe viele Chemikalien, die ich nicht mag, weil sie einfach beißend riechen. Ich würde sagen, man kann auch mit zwei linken Händen Chemie studieren. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der allergrößte Feinmotoriker. Am Anfang, ich weiß noch, als ich das erste Mal im Praktikum war, war ich auch mega aufgeregt, weil ich keine Ahnung hatte, was passiert jetzt hier, was muss ich machen. Meine Großeltern sind immer noch bei, denken jeder, warum, wie viele Praktika ich eigentlich schon gemacht habe, in wie vielen Jobs, und ich müsste ja schon in jeder Firma gewesen sein. Also die verstehen nicht, dass Praktikum bei uns das praktische Arbeit im Labor, was man eben zu den Vorlesungen noch dazu begleitend macht und dann da alles das anwenden kann, was man sonst in der Theorie gelernt hat. Was sehr schön ist, ist, wenn man Theorie und Experimentelles verbinden kann. Zum Beispiel, wenn man etwas hergestellt hat im Labor und es dann auf einmal mit theoretischen Methoden analysieren muss. Wenn man dann also den Mechanismus dahinter lernt und dann die Reaktion tatsächlich auch so klappt, wie man sich das so auf dem Papier vorstellt, und dann irgendwelche weißen Kristalle ausfallen und man denkt so, ah, ja, es hat funktioniert, das ist echt super. Dann schließt sich so ein bisschen der Kreis und so ein bisschen dieser Aha-Moment, okay, es klappt ja wirklich so alles. Lernst du viel am Wochenende? Doch, auch, ja. Ich habe im ersten Semester den Fehler gemacht und habe versucht, mich alleine hinzusetzen und zu lernen. Naja, ich wüsste nicht, wie ich das Studium alleine schaffen sollte. Mir hilft das total, in der Gruppe zu sein, weil man auch einfach immer wieder merkt, dass alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und man das aber trotzdem auch gemeinsam irgendwie schaffen kann. Also es geht nicht darum, dass man besser ist als der Nächste, sondern es geht darum, dass man es zusammen schafft. Die Professoren, die haben eigentlich auch immer ein offenes Ohr für einen. Also gerade wenn man dann irgendwie Probleme in einer Vorlesung hatte und man irgendwas nicht ganz verstanden hat, dann kann man immer in den Pausen zu denen gehen und die nochmal nachfragen, und die sind eigentlich alle bereit, einem das nochmal zu erläutern. Mich hat vielleicht auch sehr überrascht, wie viel Spaß es mir dann doch irgendwie auch macht. Man wächst sehr über sich hinaus. Also wenn man in der Schule schon das Gefühl hatte, okay, ich bin an meinem oberen Limit, ich kann nicht mehr leisten, dann ist es doch schön, in der Uni noch festzustellen, dass man doch noch mehr leisten kann. Man kennt die Leute aus dem eigenen Semester, und auch aus den anderen Semestern werden, je länger man studiert, die Gesichter immer bekannter. Ich glaube, jeder Typ findet hier seinen Platz.